Das nun folgende Entspannungstraining verdanken wir Edmund Jacobson. Edmund Jacobson war ein amerikanischer Arzt und Physiologe und gilt als der Begründer der Entspannung und des Biofeedbacks. Edmund Jacobson wurde am 22. April 1888 in Chicago geboren und er wurde immerhin 88 Jahre alt. Ein sehr stattliches Alter für die damalige Zeit. Edmund Jacobson war der Sohn von Morris Jacobson, einem Immobilienmakler in Straßburg, und dessen Frau Fanny. In zahlreichen wissenschaftlichen Untersuchungen konnte er den Zusammenhang zwischen übermäßiger muskulärer Anspannung und körperlichen Krankheiten nachweisen. Er stellte fest, dass die Entspannung die Aktivität des Zentralnervensystems herabsetzt und sich ideal eignet für die Vorbeugung von Krankheiten, aber auch zur Heilung. Für mich ist die progressive Muskelentspannung eine der besten Möglichkeiten für Menschen, die einen sehr guten Körperbezug haben, sich zu entspannen. Im Laufe seines Lebens veröffentlichte Jacobson 64 wissenschaftliche Untersuchungen und 8 Bücher zum Thema der Entspannung. Sein Hauptwerk You Must Relax wurde zunächst nur mal für Ärzte zugänglich gemacht, später auch für die breite Öffentlichkeit. Grund genug also, uns einmal mit der Entspannung, mit der progressiven Muskelentspannung zu beschäftigen. Sie Ihren Träumen eine Chance. Mit uns Mentalis.